Zusammenfassung: Wir hatten die natürlichen Zahlen. Das war von 0 bis unendlich. 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Das haben wir dann erweitert um den negativen Bereich. Und beide zusammen nennen wir die ganzen Zahlen. Die gehen von minus unendlich bis plus unendlich. Und jetzt, da wir uns die Brüche angeschaut haben, und habe ich ja schon gesagt, Dezimalzahlen, sind wir bei den rationalen Zahlen angekommen. Das ist alles klar. Können wir durch einen Bruch darstellen? Können wir einen Wert ausrechnen? Ja, wir wissen jetzt, wie man die Brüche addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Die Vorzeichen und Rechenregeln sind genau die gleichen, wie wir es vorher schon durchgemacht haben. Viel Spaß bei den Brüchen. Es gibt dann noch was, das wir jetzt brauchen, und das nennt sich Quadrieren und Wurzelziehen. Aber das ist ganz einfach und ich glaube, das wird jetzt ganz ein kurzes Video, oder? Schauen wir mal. Wenn ich eine Zahl mit sich selbst multipliziere, dann nennt man das Quadrieren, weil wenn ich die Zahl mit sich selbst multipliziere, dann nennt man das Quadrieren, weil ich kann es auch so anschreiben, 3 hoch 2 bedeutet 3 mal 3. 9 mal 9 heißt 9 hoch 2. Also die Zahl mit sich selbst. Die steht also jetzt zweimal da, hoch 2. Sehr unangenehm ist immer, wenn man beim Zahnarzt landet und dann die Wurzeln gezogen werden. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Wenn wir da weiterrechnen, 3 hoch 2, oder man sagt auch 3 zum Quadrat, ist 3 mal 3, ist 9. 9 zum Quadrat ist 81. So. Wenn ich also eine Zahl habe und ich schaffe es, die in zwei Faktoren zu zerlegen, und zwar zwei gleiche Faktoren. Ihr wisst, Faktoren sind die Bestandteile von einer Multiplikation. Und das müssen jetzt beides mal die gleichen sein. Dann nennt man diesen Vorgang Wurzelziehen. Ja? Es muss also da einer stehen, wir wissen das schon. 9 mal 9 ist 81. Und ich möchte aber jetzt, dass da steht 9, das ist der eine Faktor, der dann mit sich selbst multipliziert 81 ergibt. Da haben wir gesagt, das funktioniert so. Die Wurzel aus 81 kann ich auch so anschreiben. Die Wurzel aus den zwei gleichen Faktoren ist 9. Man kann dazu sagen, das ist die Umkehrung vom Quadrieren. Ja, wir wissen es. Zum Beispiel 36. Die Wurzel aus 36, da fragt man sich wieder, was mal was ist 36? Na? Jeder kann das ahnen, jeder weiß das. 6 mal 6 ist 36. Also die Wurzel aus 36 ist 6. Und da haben wir gesagt, ein paar Sachen, die wissen wir einfach. Die Wurzel aus 25 ist 5. Die Wurzel aus 16 ist 4 und so weiter. Eine Randbedingung gibt es da noch, und zwar muss für uns diese Zahl größer als 0 sein. Wir können also keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen. Okay? Interessant sind auch noch so Konstruktionen. 4 zum Quadrat, daraus die Wurzel ist 4. Geht auch so. 16, daraus die Wurzel zum Quadrat ist 16.